gute Nachrichten, wir starten wieder. Präsentiert von Autowelt Rostock, heute in einem Dodge Ram. Das machst du. Hey, Julian, Riedel, du bist da. So, Arvid, du bist ein super Zug. Das machst du ganz so stark. So ein geiler Autofahrer. Du hattest ja wirklich keinen Auftrag. Hier ist alles auf Kampf. Du hattest ja keinen Auftrag. Hallo Hansa-Fans, habt ihr es auch vermisst, das Hansa-Quiz-Taxi? Falls ja, gute Nachrichten, wir starten wieder. Präsentiert von Autowelt Rostock, heute in einem Dodge Ram. Und Jungs, ich muss euch sagen, ich habe weder in so einem Auto gesessen, noch ist jemals gefahren. Es könnte also hakelig werden. Bex, wie sieht's aus? Bock drauf? Aber wie? Ich hoffe, du hast einen Führerschein, Arvid. Kannst fahren. Ja, natürlich. Ja, passt es? Wir schauen mal. Jule, du bist vorbereitet? Auf die Fragen nicht, aber auf die Fahrt hoffentlich schon, ja. Gut. Also, wir haben Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. Ich freue mich, dass wir endlich wieder drehen dürfen. Frage 1. Kategorie Ostsee. Der mit Abstand meist gefangene Fisch der Ostsee ist A. der Dorsch, B. die Makrele, C. der Hering oder D. der Hai. C. Julian Riedel, du spielst jetzt seit 6 Jahren hier bei Hansa Rostock. Darf ich antworten schon? Warte mal, wir besprechen das erstmal. Nicht einloggen. Also, hoppla. Ist hier die Kamera runtergefallen? Nein! Also, den habe ich selber schon oft gefangen. Aber das angeln die ja auch wie Sau. Ich sage C. A oder C kannst du entscheiden. Also, Olli Hüsing hat gesagt, das weiß der Jule. Der angelt. Du schon mal geangelt? Nein, mit Angeln. Ehrlich? Ich glaube C. Und die A und B, Dorsch und Makrele, hast du noch nie gefangen? Also Dorsch habe ich schon hier viel gefangen, aber ich glaube, Hering fängt man hier noch mehr, wenn ich mich recht entsinne. Ich sage C. Oder den Hai. Oder der Hai. Arvid, kannst du mal C einloggen? Der Hering auf Jürgen Riedels Kappe. Und C, lieber Jule, ist tatsächlich richtig. Vamos! Machst du gut. Sehr gut. Glückwunsch. Sehr gut. Erste Frage eingeloggt und das erste Geld für geht Grüße raus an Andi, unseren Zeugwart. Frage 2, Kategorie Hansa Intim, genau zuhören. Wie viele Namen von Spielern unseres Profikaders, wie viele Nachnamen beginnen mit einem M wie Martha? Sind es 5, 6, 7 oder 8? Mit den jetzigen 9 Spielern schon zugerechnet? Alle, die jetzt aktuell im Kader sind. Deswegen habe ich dich ausgesucht, Amigo. Mamba. Munsi. Meißner. 4. Geh hinten durch Kalle Rossi. Melon. 5. Leithard, Ezzuto, Behrens. Molke Fröde. Vielleicht. Fröde, Verhoog. Ihr könnt auch 50-50 Joker, ihr könnt auch einen anrufen, wobei für den würde das auch schwierig sein. Wer soll noch mit M sein? Sind wir dumm? Mertens, Theo Mertens. Boah, das machst du stark, das machst du gut. 6. Geh nochmal so vom Kopf her durch, so brrrt, wie wir sitzen. Machst du stark. Joni Meier. Das machst du. Hey, Julian Riedel, Junge, du bist da. Nummer 7. Machst du stark. Ich wollte die 5 schon einloggen, doch. Warte, wie kommen wir denn nicht auf die 7? Geh die Kabine durch. Ja, mach ich geh die Kabine durch. Ist er doch dabei. Sheriff. Lass mich mal. Simon. Nein, mach ohne. Joni. Einfach visuell. Louis Klatte. Ja. Johnny sitzt da. Rizzuto. Ne, sind 7. Svante. 7. 7. Wir locken ein. 7. Und die Antwort ist C7. Vamos! Da sind wir doch. Gut so. 2 von 2. 2 von 2. Arvid, da muss ein bisschen mehr kommen jetzt von den Fragen her. Ne? Die waren zum Reinrutschen jetzt. Warte mal ab, mein Freund. Kategorie zweite Liga. Welches ist mit einer Fahrstrecke von 183,5 Kilometer die kürzeste Auswärtsfahrt für den FC Hansa in dieser Saison? Kamera Nummer 3, weg! Ist es A, der HSV, Kiel, ne? B, Bremen, Bremen nicht. C, Kiel oder D, St. Pauli? C, Kiel. Locken wir ein. Das weiter weg, ne? Ja. Denkt dran, ihr habt auch Joker. Ne? 3 von 3. Arvid. Ey, Hamburg ist, wie viel ist Hamburg? Weißt du? Ihr habt ja, 150-50-Joker und 2 Telefon-Joker habt ihr. Warte mal, ist Hamburg nicht 139? Ein bisschen weiter weg als Münster. Warte mal kurz. Kiel, 100%. Okay, auf Bexis Kappe. Also ihr habt genug Joker. Wer will noch? Ah, Günther, ja auch, komm. Willst uns hier schön aus dem Konzept bringen? Ich würde nochmal das abprüfen an eurer Stelle. Warte mal. Du musst doch wissen, wie weit man nach 130 Hamburg Kilometer war die Frage, oder? 183,5. Ach, 183,5. So. Warte mal, du hast doch eben hast du irgendwas von 130 erzählt. 183,5. Wie lange sind wir nach Kiel gefahren?
glaube, Hamburg und Dingens ist näher als Kiel. Weiß man nicht, das ist richtig eng, glaube ich. Ja, Julian, du bist eben schon auf der Spur. Es ist nicht so einfach. Wenn wir von hier fahren, ist auch. Ich glaube, so Hamburg und Pauli, die Frage an sich zu stellen, ist doch Quatsch, weil das ist ja fast so, das kann man gar nicht genau wissen, oder? Was war das andere? Bremen ist zu weit? Bremen ist zu weit, ja. Also ich dachte, ich habe irgendwie im Kopf Kiel, weil wir da nicht so lange hingefahren sind. Aber 100, 183, das könnte schon passen. Das kann Kiel sein. Also könnte auch Hamburg jetzt sein auf einmal. Weil man fährt über 2 Stunden, ne? Aber Arvid, der ist... Kiel, wir gehen auf Kiel. Arvid ist ein sympathischer, der würde uns doch nicht sagen, benutzt eure Joker, wenn wir schon richtig wären. Aber würdest du nicht machen, ne? Was bist du bist doch... Ich bin Kumpel. Fährst du erst nach Hamburg ran und dann kommt Pauli, oder was? Ja, das ist... 50-50 Joker, vielleicht bleibt ja was Gutes. Gib uns einen 50-50 Joker, Arvid. Das ist eine tricky Frage. Und der 50-50 Joker... Die sagt nicht jetzt beide... Lässt übrig St. Pauli und Kiel. Ja, dann muss ja Pauli sein, außer Arvid reitet uns hier komplett rein. Wenn du uns jetzt hier reinreitest, Arvid, dann ist was los, ne? Das ist dir auch klar. Dann nehmen wir St. Pauli. Oder? Ja, einverstanden mit St. Pauli? Ich bin einverstanden. Und ihr habt gerade noch so die Kurve gekriegt. Arvid, du bist ein super Typ. Das machst du ganz stark. So ein geiler Autofahrer. Das machst du ganz stark. Wie weit ist ein Kiel weg von hier? 200. Ehrlich? Jetzt kommen wir zu den knackigen Fragen. Und zwar Kategorie Plattdeutsch. Und keiner von euren Kumpels und Mitspielern hat Plattdeutsch bisher richtig beantworten können. Bin ich raus. Und zwar die Frage ist, wer oder was ist ein Kadümsel? Ist es ein Fleischgericht? Ist es ein Idiot? Ist es ein Damenschlüpfer? Oder ist es ein Schornsteinfeger? Hey, du Kadümsel. Oh, du Kadümsel. Wer oder was ist ein Kadümsel? Hey, du Kadümsel, sagt man so? So ein Kadümsel. Plattdeutsch ist doch eigentlich eher... Ja. Sprache der Alten. Meine Oma wüsste das. Soll ich meine Oma anrufen? Kannst du machen. Du darfst anrufen, wen auch immer du willst. Kann die Plattdeutsch snacken? Ja, die kann. Aber nee, das ist ein anderes Platt da in... Dann schlüpft er schon. Platt ist aber ähnlich. Aber ist Platt platt? Ja, es ist... Vieles ist ähnlich. Ich mach Telefonjoker, dann Kadümsel rufe ich meine Oma an. Die spricht Plattdeutsch? Ja. 100%? Normal schon, ja. Dann ruft die an. Schon laut, meine Oma. Hallo Oma. Ich sitze hier gerade im Quiztaxi von Hansa Rostock. Aha. Und da bin ich auf dich gekommen, weil das eine Frage mit Plattdeutsch ist. Jetzt hoffe ich, ich habe es doch richtig in Erinnerung, dass du so platt verstehst oder reden kannst, oder? Manches, ja. Hm. Ja. Schöne Grüße erstmal nach Leverkusen, Oma Anni. Von Baxter Bahn. Ja. Oma, kannst du uns sagen, was ein Kadümsel ist? Die Auswahlmöglichkeit. Ein Fleischgericht, ein Idiot, ein Darmschlüpfer oder ein Schornsteinfeger, ein Kadümsel? Also wenn du, könnte es nur raten, dann wäre ein Schlüpfer. Ansonsten alles andere ist mit Sicherheit kein rheinisches Blatt. Ja. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Aber ich weiß es nicht. Also ich will auch keinen Druck aufbauen, aber wir sind kurz davor, hier die perfekte Runde zu spielen. Also das tut mir ja leid, wenn ich jemand anderes sein könnte. Nein, alles Quatsch, alles gut. Genauso falsch. Alles gut. Also, also gehen wir auf Kadümsel mit Schlüpper. Alles andere wäre mir eher anders geläufig. Okay. Aber Kadümsel ist, nur trinkst du Kadümsel mit Us oder so weit. Was weiß ich denn? Ja. Da könnte ich mir einen Platten vorstellen. Ja, oder was ist ein Kadümsel? Also ein Schornsteinfeger auf gar keinen Fall, oder? Ein Kadümsel. Ein Schornsteinfeger auf keinen Fall. Das ist eine Kaminkehrer und sonst ja nichts. Und ein Idiot, so, da sagt man auch nicht, was ist ein Kadümsel oder so, sagt man auch nicht. Das ist eine Schussel oder eine Döskopf. Döskopf, hört sich gut an. Und ein Fleischgericht, ja. Das müsste ja, man so ja auch können. Das ist hier, Captain Kuttbull oder so. Ja. Nee, ja, okay, wir probieren es mal. Wir probieren mal Darmschlüpfer. Hört sich gut an. Ja, der Tank ist gleich leer sonst. Ja. Okay, danke. Vielen Dank, danke schön. Ciao. Tschüss. Macht sie gut. Dann locken wir ein C-Darmschlüpfer auf Oma Anni. Arvid, hast du uns vorher noch irgendwas zu sagen, Arvid? Ich muss hier die Kamera festhalten. Also die Oma Anni hat recht, Schornsteinfeger. Auf gar keinen Fall. Das ist auf gar keinen Fall. Okay. Das ist hier in Mecklenburg, ist es der Klinkenträger, der Schornsteinfeger. Also den können wir wirklich rausnehmen. Und ansonsten
war sie schon ganz gut dabei, aber ich gebe keinerlei Hinweise mehr. Also es ist vorbei? Nee, ihr habt noch nicht eingeloggt, aber ihr müsst jetzt sagen, ja, ob ihr einloggt oder nicht. Wir haben eh keine Ahnung davon, also dann sagen wir Damenschlüpfer. Also ihr loggt Romani. Den Damenschlüpfer und es ist im Mecklenburger Platt. Es ist ein Fleischgericht aus verschiedenen Innereien, was zusammengelegt wird. Nee, ich nicht drauf gekommen. Schmeckt auch. Die soll mal nach Rostock kommen, Romani. Die soll mal nach Rostock. Dann gibt's Ärger. Nein, okay, konnte man nicht wissen. Nee, das war wirklich schwer. Man nicht wissen. Nächste Frage. Hansa historisch. Hoppala. Wer ist der dienstälteste Mitarbeiter des FC Hansa Rostock? A. Teamarzt Frank Bartel. B. Zeugwart Andreas Thiem. C. Merchandising-Leiter Remo Kolz oder D. Physiotherapeut Frank Scheller. Ich weiß, dass Andi ist länger als Docky und als... als Schelle? Ja. Sicher? Ich glaube 30 Jahre oder so, oder? Ja, Andi ist länger, meine ich. Ich glaube, dann kam Docky und dann Schelle hat immer gesagt, Andi ist am längsten. Das andere war aber Remo. Merchandising-Leiter Remo Kolz. Ich meine jetzt nicht Scholz, ne? Nee, Remo Kolz, der sitzt bei Axel Schulz gegenüber. Ich meine Andi Thiem. Kann aber auch sein, dass ich die Fatur. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ich weiß, er ist auf jeden Fall länger als Schelle, 100%. Ja? 100%. Ja, dann sagen wir B. Andi ist am längsten da. Warte kurz. Aber Schelle hat mal seine Reaktion gesehen? Ja, Schelle hat mal gesagt, dass noch einer länger da ist. Dann ist das Remo Kolz. Wir gehen auf Remo Kolz. Ehrlich? Ja. Guck mal die Mimik von Arvid. Also eine von den beiden Erläuterungen, die ihr gemacht habt, war nicht schlecht. Also es ist Andi oder Remo Kolz? Wer ist denn noch? Ich muss mich jetzt hier aufs Auto konzentrieren. Wir gehen auf Andi. Wir sagen Andi, Arvid. Urgestein. Wenn Bex damit auch einverstanden ist, logge ich ein. Zeugwart, Andi. Loggst du ein, Bex, ja? Wir loggen ein. Sie loggen ein, Andreas Thiem. Und der dienstälteste Mitarbeiter hat beim FC Hansa Rostock angefangen. Am 1. Dezember 1988 und ist damit über 33 Jahre aktuell im Dienst. Vamo. Nachdem er zunächst 2 Jahre noch ehrenamtlich vorher... Ja, das ist Andi. Also fast 35 das Jahre. Das ist Andi. Und es ist... Andreas Thiem. Vamo! Gut so. Nicht sind wir doch da. Ne? Das ist sehr gut. Absoluter Wahnsinn. Machst du gut. Schlecht. 4 richtige, Jungs. Also damit 4 von 5. Und jetzt eine Frage, die jedes Mal dabei ist, weil sie eingereicht wird von unserem Bundesliga-Schiedsrichter Florian Lechner. Und zwar das Regelwerk. Und er hat natürlich auf unser heutiges Team eine Frage abgestimmt, weil er wusste, wen ich heute im Auto habe. Und er fragt... In der 90. Minute gibt es Elfmeter für Hansa. Bentley Baxterbahn knallt den Ball gegen die Latte. Der Ball springt zurück und platzt. Was entscheidet der Schiedsrichter? Hatten wir doch in Hannover. Entscheidet er A, Wiederholung? Entscheidet er B, Abstoß? Entscheidet er C, Schiedsrichterball für den Torwart? Oder entscheidet er D, Freistoß? Also in Hannover ist der Ball gesprungen. Da war auf jeden Fall... da hat Colin den Ball gehalten, ist ja weggesprungen und dann gab es Schiri-Ball, Hochball. Lass Arvid noch einmal vorlesen, bitte. Arvid, lies nochmal vor. Noch mal. Wir brauchen deine, wir brauchen deine Mimik. Hier ist Hagel. Schwierig. Und hier ist Kamera festhalten und der Scheibenwischer geht zum Glück automatisch. Ich zeig's dir hin, Arvid. Lies nochmal nur die Antworten vor, bitte. Ja, ich glaube Hochball, ohne Witz. Ich glaube Schiri-Ball. Das freicht das so betont so ein bisschen. Die Frage ist, wenn du an die Latte schießt und keiner berührt und der Ball geht zum Schützen zurück und er ihn reinmacht, dann ist ja sowieso, dann zählt es ja sowieso nicht, ne? Dann und ist sowieso Freistoß kein Tor. Für wen steht der hier auch nicht? Das heißt, die würden den Schützen ja nicht belohnen, wenn er an die Latte schießt, oder? Nein, ich sage, Wiederholung gibt es nicht. Wiederholung auf gar keinen Fall. Und Freistoß steht der hier nicht für wen? So. Abstoß auf gar keinen Fall. Also entweder Schiedsrichterball. Für den Torwart, das ist sogar noch so explizit geschrieben, weißt du, was ich meine? Das könnt ihr auch schreiben, Freistoß für den Gegner. Also ich würd sagen, C, Schiedsrichterball. C loggen wir ein. Wir loggen ein. Arvid, was sagst du dazu, bevor wir einloggen? Dazu sage ich gar nichts. Gar nichts. Rein damit, C. Rein damit. Psychologisch geklärt, das Ding. Haben wir. Ist danke, gut. 5 Punkte. Wechsel. Und Florian, ich habe es dir gesagt. Das ist zu einfach. Die Antwort ist richtig. Mann, wir gut. Da sind wir. Junge, so. Letzter. Mach's gut. Nicht schlecht. Damit habt ihr 5 von 6.
Und die letzte ist meine Lieblingskategorie. Die haben wir neu reingenommen, liebe Jungs. Und die wirklich tricky. Und es geht um Vereinslogos. Es geht um Fußballvereinslogos. Wir haben euch 4 Fußballvereinslogos rausgeholt, rausgesucht, weltweit. Das Problem ist, eins davon stimmt nicht. Ich möchte von euch wissen, welches dieser Logos gehört zu keinem Fußballverein? Es sind 3 Vereine und eins ist und gefaked. Eins habe ich mir komplett ausgedacht. Du hast es dir ausgedacht? Ja, mit einem Kumpel zusammen. Sag, komm, such mal eins raus. Jotunheim? Jotunheim, das ist doch Tor. Oder nicht? Keine hier, Ahnung. Ihr habt 5 richtige. Ich Jotunheim ist doch, das ist die Heimat von Tor, von dem Götter, hier dem Kriegsgott Tor. Ja, das kann ja trotzdem Verein sein. Gibt es die Stadt echt oder was, Jotunheim? Arvid hat sich das ausgesucht. Arvid ist hauptberuflich Zahnarzt. Jotunheim, hier, das ist von Tor, Junge. Ja, aber guck mal, das der hier, Tufauna hat Zähne dabei. Der achtet ja auf sowas. Der ist bissig. Ich glaube, hier, Tufauna. Arvid, sei ehrlich. Kameramann grinst. Die anderen mussten auch. Also dieser sexy Pöksi, das gibt's safe, sag ich. Das gibt's, weil das ist schon so schlecht eigentlich. Das ist, du hast noch einen Telefonjoker, ne? Ja gut, wer soll denn sowas wissen? Geht's auch FaceTime dann oder was? Wenn man ja, von mir aus. Wen haben wir denn, wer... Andi kennt doch alle Vereine auf der Welt, Junge. Der ist schon 33 Jahre Zeugwart. Wir probieren mal Andi Team auf Videoanruf, um ihm das zu zeigen. Ey, guck mal hier. Das ist rausgeschnitten, Digga. Meinst du? Ja, ich finde. Arvid, was hast du denn hier gemacht mit Tufauna? Was hast du dir dabei gedacht? Bist du da in die Biologie hier Flora Fauna reingerutscht? Jetzt genau oder? Diese Wappen hier. Hey, schon wieder. Weil ihr mich jetzt beobachtet, werdet ihr keinerlei Mimik und genau die Wappen an. Du bist ein Eisvogel. Genau, guck mal genau die Wappen an. Also ach, die beiden links, die sind auf jeden Fall so. Ach, die Umrisse und so rausgeschnitten. Weißt du, was ich meine? Hier auch. Siehst du das an dem? Aber bist du jetzt bereit zu raten? Ja, ich bin dafür bereit. Also du würdest ich sagen. Ich leg mich da fest. Wen sagst du? Tufauna? Ich leg mich da fest, hier. Tufauna gibt's nicht? Ja, ich sag, das ist reingearbeitet. Wie sagt man dazu? Reingeschnitten. Also Jotunheim, sagst du, das könnte so ein bisschen skandinavisch hier. Das mit passt mit dem Wikinger auf jeden Fall. So auf. Sexy Pöksi. Klar, aber die würden uns natürlich. Wir würden direkt sagen, guck Sexy Pöksi gibt's Rahmen nicht. An. Ja, das habe ich auch gedacht. Arvid, du hast das erstellt, unten, ne? Guck mal, selbst hier unten. Das muss ja dann reingeschnitten sein. Komm. Ja. Warte, Andi ruft zurück. Oh. Andi, mein Guter, grüß dich. Hier sind Julian Riedel und Baxter Bahn. Du hast gerade angerufen? Ja, wir sind im Quiz-Taxi gerade. Pass auf, Andi. Kennst du irgendein Zeichen hiervon? Guck, er sieht dich nicht. Nee, Bax. Da kann ich euch nicht helfen. Okay, kein Problem. Trotzdem danke, Andi. Das tut mir leid. Wir sehen uns gleich. Wir holen das Ding nach Hause. 6 von 7 gleich. Bis dann. Okay. Tschüss. Ich bin mir sicher, Bexi. Du bist dir sicher? Also, das macht am meisten Sinn für mich. Nein. Haben wir noch irgendwelche Joker? Die sind einfach so... Komm, Tufauna. Tufauna. Der mit Zähne, lacht mit Zähne, auch schon Tufauna mit Zähne und hier diese kleine... Ja. Rausgeschnittene. Das wollte Arvid, er noch komm, sag's uns, Arvid. Einmal gucken. Guck mal, guck dir's an. Ihr sagt, welches gibt es nicht? Das ist A, B, C oder D. Welches C gibt es nicht. C gibt es nicht. Nee. C gibt es nicht, nee. Und C? Gibt's nicht. Also die Sexy Pöksit. Finnland. Die war so, Finnland, ja. Die gibt's, haben wir gesehen. Tatsächlich. Man denkt, Sexy Po ist, glaube ich, aber Sexy Hosen. Irgendwie so heißt das. Okay. Das erste. Gibt's auch. Arabisch irgendwo hier. Bangladesch. Gibt's, ist doch klar. Ist klar. Natürlich. Jetzt kommt's. Und ihr kann ich mal Kamera anmachen da draußen? Trommelwirbel. Schaffen Sie den 6. oder nicht? Und das dritte Logo ist aus Estland. Es ist Jotunheim von Tor. Ja, ist erfunden. Aber wieso erfunden. Hast du denn den ersten Gedanken und führst ihn denn nicht aus? Wieso lässt du dich denn von mir so blenden? Weil du doch auch irgendwas Jotunheim, Jotunheim. Von 7 Fragen. Du hattest ja wirklich keinen Auftrag hier von in diesem Auto. Du hast ja wirklich keinen Auftrag. Von 7 du hast Fragen. Mir das, du hast mir das versaut mit Oma Anne und dann mit Jotunheim. Du musst ja wirklich von 7 noch Fragen, musst du ja wirklich eine wissen. Wer hatte noch 5? Omla und John. Omla und John ist ja so reinretuschiert da. Ja. Jotunheim, Mann. Hanno und Simon. 5? Da müssen wir stechen. Ich wusste es, ne? Wir machen zum Schluss. Du hattest ja wirklich keinen Auftrag. Hier ist alles auf Kappe. Du hattest ja keinen Auftrag. 2 falsche Fragen, 2 auf deine Kappe. Ja, klar. Von Anfang an gesagt, das andere Ding zählt.
Jotunheim, Junge, mit Tor. Also gut, hast trotzdem gut gemacht, bin zufrieden. Aber ihr habt immerhin 100 Euro für den guten Zweck erspielt. Es werden noch heftige Diskussionen hier folgen. So, ihr dürft denn jetzt ziehen, an wen diese 100 komm, Euro. Ich habe bisher nichts gemacht, komm. Lass Oma anziehen. So, einmal ziehen und aufmachen und dann gucken wir mal, an wen das Geld heute geht. An Tierheim Schlage. An das Tierheim Schlage. Also, herzlichen Glückwunsch zu den 100 Euro. Es hätten mehr sein können. Wir diskutieren noch, wer das die Punkte... Wir das wir nochmal aus. Gebt uns mal das Videomaterial, dann schauen wir uns das nochmal an. Liegen lassen. So. Da haben wir überhaupt nichts. Gut, ihr merkt, die Diskussionen werden hier noch... Von 7. Wer ist der? Das stimmt nicht, es sind nur 5. Sieht genau wie ihr auch. Ja. Schwächen. Das Auto. Ich bin froh, dass ich das fahren konnte. Ja, guck mal, ihr habt diesen kleinen, Kia gekriegt und die kriegen hier einen Dodge Ram. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ihr seid Finalrunde. Ihr seid dabei. Gut, also wir haben hier noch ein bisschen zu tun. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen mitgefiebert, mitgeraten, mitgelacht. Und bis bald von dieser Stelle. Ahoi.